einen Mini-Lippenstift. Hallöchen, Leute, willkommen zurück bei einem neuen... Warte mal ganz kurz, was ist hier los? Okay, schon viel besser. Irgendwie war ich gerade richtig klein, oder? Genau darum geht es nämlich auch in diesem Video und so wird alles hier geschrumpft. Nur ich nicht hoffentlich, sondern mein ganzes Make-up. Ich schminke mich heute mit meinen kleinsten Make-up-Produkten. Und ich kann euch schon mal sagen, es sind ein paar echt Mini-Fuzzi-Sachen dabei. Also vielleicht müssen wir heute sogar noch die Lupe auspacken. Die Idee für das Video habe ich bekommen von den Sachen in dieser Smith-Tüte hier. Und zwar kennt ihr die bestimmt eh schon. Und zwar sind das die Suru Mini-Fashion-Kapseln. Und das ist auch schon Series 2, wie ihr hier sehen könnt. Ich freue mich voll. Ich darf nämlich mit Suru für diesen Teil hier vom Video zusammenarbeiten. Und falls ihr die noch nicht kennt, da sind eben Kapseln mit einigen Überraschungen drinnen, was Fashion angeht. Und wenn ich gerade frage, wie sollen mehrere Produkte in so eine Kapsel reinpassen? Es sind Mini-Produkte. Ihr werdet es aber eh gleich sehen, wir machen jetzt nämlich zusammen auf. Okay, wünscht mir Glück. Okay, welches machen wir zuerst auf? Das hier. Oh nein, wie süß. Ich hoffe, ich habe den kleinen Hund bekommen. Ich hatte voll Glück, Leute. Es ist so typisch, es war klar, dass ich das bekomme. Und zwar einen Mini-Lippenstift. Schaut mal, wie winzig der ist. Und man kann ihn sogar aufmachen. Und ein kleines Notizbuch ist auch drin. Die Sachen sind so detailliert. Schaut mal, wie winzig das ist. Und man kann das trotzdem zumachen, aufmachen. Und es sind wirkliche Seiten drinnen, wo man reinschreiben könnte. Dann machen wir noch das hier auf. Ist einfach eine pinke Handtasche. Ihr wisst ja, Rosa ist meine Lieblingsfarbe und das sieht so cool aus. Das ist wirklich wie eine echte Handtasche, nur in Miniform. Man kann Sachen reingeben, da ist sogar noch das Papier drinnen, so damit das geschützt ist. Da sind noch so Extras, ein Spiegel sogar, Ketten. Papier kommt jetzt kurz raus. Und ich gebe mein Notizbuch und meinen Lippenstift hier rein. La 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 la, nur ich mit meinen Mini-Täschchen. Die könnte man eigentlich echt gut für Puppen auch verwenden. Oder für mich. Okay, eine Kapsel machen wir noch auf. In der Mini Fashion Series 2 gibt es nämlich jetzt über 20 Handtaschen zum Sammeln. Und drei davon sind selten. Und ich mag seltene Dinge, deswegen drücken wir jetzt die Daumen, dass die hier drinnen ist. Fühlt sich schon mal vielversprechend an. Warte kurz. Ich glaube, das ist eine. Leute, ich glaube, das ist eine. Ihr bringt mir Glück. Ich werde jetzt alles, was ich habe, nur noch vor euch öffnen, weil ihr mir anscheinend Glück bringt. Oh mein Gott. Meine seltene goldene Tasche kommt jetzt in meine Sammlung. Zwei Taschen habe ich schon, jetzt fehlen mir nur noch 18 und ist meine Sammlung komplett und ich kann eine kleine Ausstellung machen. Ich meine, hallo, die ist doch so schick und jetzt kommt das Coolste, finde ich. Man kann einfach den Zip zumachen. Das heißt, es kann nichts rausgestohlen werden. Ja, schaut, hier ist es aufgelistet. Rare. Und das ist doch meine Tasche hier, oder? Da, die goldene. Was habe ich noch? Habe einmal... Ich weiß nicht, wie die es hinkriegen, das so klein zu machen, aber da ist wirklich ein Mini-Mint drinnen, das sich bewegt und alles. Leute, ich hatte schon wieder Glück. Einfach Mini-Lashes. Die können theoretisch ein bisschen zu klein sein für meine Augen, aber das Coole ist, man kann sogar die Schachtel aufmachen. Wie cool. Und das haben wir hier als letztes. Oh, ich glaube, das ist eine Creme. Wir öffnen das Ganze jetzt mal wieder. Oh ja, eindeutig eine Creme. Und ich glaube, ja, oh mein Gott, okay, ein paar von den Sachen haben Gerüche und die hat eindeutig einen Geruch. Das ist so cool. Wie machen die das? Aber es riecht so nach so einer richtigen Luxuscreme, würde ich sagen. Es riecht sogar nach Creme. Und auch immer ein Täschchen. Und ich würde sagen, mit meinen Mini-Sachen bin ich jetzt perfekt vorbereitet auf meinen Mini-Make-up-Look. Also starten wir gleich mal. Leute, das ist jetzt ein ganz wilder Mix aus verschiedenen Make-up-Produkten von verschiedenen Marken und so weiter. Ein paar habe ich von der lieben Caro ausgeborgt, Dankeschön dafür. Ein paar hatte ich schon zu Hause und ein paar habe ich auch extra heute noch gekauft. Bin zum Douglas gegangen, habe gesagt, ich brauche bitte die kleinsten Make-up-Produkte. Ich glaube, das wurden sie wahrscheinlich noch nie gefragt. Wir starten natürlich wie immer mit Primer und da habe ich diesen kleinen Putzi-Putzi-Primer. Ganz ehrlich, Entschuldigung, falls ich heute ein paar Mal mit Babystimme spreche, aber die Produkte sind so klein, da will man so richtig so... Der ist von Milk Makeup, da gibt es normalerweise auch den größeren. Ich glaube, der größere ist so zicker und der kleine ist halt so. Und den habe ich tatsächlich noch nie verwendet, wollte ich aber schon immer, weil ich zu geizig war, den zu kaufen. Und den habe ich jetzt von der Caro ausgeborgt. Hallo, komm doch, hallo. Den trage ich natürlich jetzt wie immer auf mein Gesicht auf. Der Primer ist übrigens ultra gehypt schon voll lange, weil das so extrem sticky sein soll. Und wenn ein Primer sticky ist, dann hält das Make-up besser darauf. Machen wir den Test. Oh ja. Yeah. Ich sag's euch, ihr werdet bei der Foundation gleich ausrasten. Ich habe die zufällig im Douglas gesehen. Und das ist das komischste Produkt ever, aber es passt so gut zu diesem Video. Seid ihr bereit?
Das sind Kapseln, Foundation-Kapseln. Ich kenne sowas eigentlich immer nur bei der Hautpflege, aber ich meine, hallo, eigentlich muss man das als eine Kapsel sozusagen dann zählen und dann ist die Foundation so groß. Die sind übrigens von Clarins, weiß nicht, wie man das ausspricht. Und ich krieg sie nicht auf. Okay, ich habe doch eine Schere hier. Und jetzt ready. Leute, also wenn das nicht die kleinste Foundation der Welt ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist teeny tiny toony. Das hier ist meine Foundation. Und Leute, es ist noch nicht genug. Ich trage die jetzt mit dem kleinsten Schwamm auf auch noch. Hallo. Obwohl der Schwamm ist im Vergleich schon relativ groß, weil diese Foundation so klein ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das macht. Bricht man das und ist das die Foundation dann da drinnen oder ist das schon die Foundation? Ich nehme mal an, die Foundation ist drinnen. Eigentlich zum Reisen ist das richtig cool. Stell dir mal vor, man hat all sein Make-up in solchen kleinen Kapseln. Dann braucht man nur einen Container mitnehmen und dann hätte man sein ganzes Make-up. Wenn ich mein Make-up auf Reisen mitnehme, brauche ich so eine riesen Make-up-Tasche. Köpfe die jetzt. Super Light Foundation. Ja. Die Foundation ist da drinnen. Da, seht ihr das? Seht ihr das, wie die Foundation kommt? Ich gebe mir die jetzt auf mein Gesicht. Das ist cool. Yeah. Noch was? Ja. Und das ist auch eine gute Menge, glaube ich, so für einen Look. Schauen wir jetzt mal, ob das ausreicht und ob die Foundation schön aussieht. Wenn ja, dann ganz ehrlich, dann nehme ich die echt immer so mit. Sie riecht auf jeden Fall sehr gut. Muss aber sagen, dieser kleine Schwamm, dezent nervig. Dezent aber nur. Mit dem dauert das circa doppelt so lang, bis man endlich mal alles verblendet hat. 2 Stunden später. Meine Haut ist tatsächlich so ein bisschen fleckig. Wenn man mehrere neue Produkte verwendet, weiß man nie, welches das ist. War das jetzt der Primer, die Foundation oder vielleicht die Kombination aus den beiden, weil manchmal harmonieren die 2 Produkte nicht so gut miteinander. Oder vielleicht auch nur, weil ich so lange gebraucht habe, das zu verblenden, bis es schon wieder alles eingetrocknet war. Ich finde es okay. Sieht doch schön aus. Ist auf jeden Fall eine natürlichere Foundation. Machen wir weiter mit Concealer. Da habe ich diesen hier von Catrice, den Ultimate Camouflage Concealer, aber die Cream. Der ist in einem süßen kleinen Pöttchen drinnen. Also ich habe meine Concealer sozusagen abgemessen und das hier war der kleinste. Den wärme ich mir jetzt hier mal so auf, gebe dir dann unter die Augen und verblendet wird natürlich wieder mit dem Schwamm. Ich sage es euch, ich realisiere jetzt erst gerade, wie gut man es hat mit einem normalen Schwamm. Weil das ist eine Katastrophe. Für mein Puder verwende ich das hier von Huda Beauty. Das ist auch ein super kleiner Container. Das ist eigentlich auch super zum Reisen. Das Coole ist nämlich, da ist so ein Schwamm integriert. Den werde ich jetzt auch gleich verwenden. Also tschüss, kleiner Schwamm. Hallo, neuer kleiner Schwamm. Ich glaube, das Konzept ist so, dass man das so schüttelt und dann kommt das Puder dahin und dann kann man so... Oh ja, funktioniert. Ich bin schon wieder so ein Depp. Das passiert mir jedes Mal. Ich habe doch noch Creme-Produkte, die ich auftragen muss. Meine letzte Gehirnzelle hat mich mal wieder verlassen. Ich habe nämlich noch dieses Produkt hier. Das ist ein Mini-Elf-Blush-Stick. Und den trägt man normalerweise vorm Puder auf, damit es sich da so gut verblenden lässt. Jetzt müssen wir es halt leider nach dem Puder machen. Schauen wir mal, ob das trotzdem funktioniert. Den finde ich übrigens auch mega cute. Ich trage den jetzt wieder auf meinen kleinen Sponge auf. Vielleicht ist der für Blush aber gar nicht so schlecht, weil man dann schön präzise sein kann. Ich hoffe, das lässt sich jetzt gut verblenden. Schaut aber ganz okay aus, oder? Also dafür, dass das gerade nach dem Puder ist, lässt sich das sehr gut sogar verblenden. Voll schön. Ein Highlighter habe ich zum Glück in Puderform und zwar ist das ein Mini-Ofra. Hoppala, falsch herum Highlighter. Der ist mir allerdings aber so ein bisschen zu dunkel. Das heißt, ich kann nur wenig davon auftragen. Aber schaut mal, wie süß der ist, wenn ihr das Original kennt. Das ist circa so ein riesiges Quadrat und da ist nur so ein kleiner Highlighter drin. Okay, dunkel, aber es geht gerade noch, würde ich sagen. Die Nase ist aber voll schön, so. Dann geht es weiter mit den Augenbrauen. Da habe ich mir heute das hier geholt. Und zwar ist es ein Mini-Benefit-Augenbrauenstift. Ich wusste gar nicht, dass die Minis haben, um ehrlich zu sein. Also schon generell Minis, aber nicht Mini-Augenbrauen-Dinger. Wisst ihr was, Leute? Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Ich wollte es gerade vergleichen mit dem Nicht-Mini. Das habe ich leider den Deckel unten verloren. Aber eigentlich ist es einfach derselbe Stift, nur ohne Spoolie unten. Okay, interessant. Mit dem male ich mir jetzt so ein bisschen die Augenbrauen aus. Und dann gehe ich noch mit dem Gimme Brow Augenbrauen-Gel drüber. Das ist auch von Benefit. Und das ist auch die Mini-Variante. Ich glaube, das ist sogar ein altes Produkt, das es jetzt nicht mehr so zu kaufen gibt. Aber schaut mal, wie teeny tiny hier dieses kleine Ding hier ist. Ihr wisst, ich Augenbrauen-Gel liebe. Deswegen bin ich gerade sehr froh, dass ich auch ein kleines gefunden habe. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit Lidschatten. Und ist das nicht die kleinste Lidschattenpalette, die ich je gesehen habe? Wir haben hier 4 Farben drinnen. Und ich glaube, das ist Kinder-Make-up. Deswegen ist es so klein und deswegen dürfen wir uns auch nicht zu viel erwarten. Die Sachen sind einfach so süß. Und ich werde das sogar verblenden mit kleinen Pinseln. Nur im Vergleich, so ist circa ein normaler Pinsel und das hier ist der kleine Pinsel. Okay, so viel kleiner ist es jetzt nicht, aber ein bisschen zumindest. Schauen wir mal, ob wir damit überhaupt irgendwie was schminken können. Das sind nämlich alles irgendwie Schimmerfarben. Probieren wir es trotzdem. Ich gehe jetzt in dieses Braun und verblenden. Hey, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich habe zu früh gelästert. Hey, Kinder-Make-up. Hallo?
Ich habe letztens erst ein Video gefilmt, wo ich mich komplett mit Kinder-Make-up geschminkt habe und das war eine absolute Katastrophe. Also über diesen Lidschatten hätte ich mich damals sehr gefreut. Wo warst du, wo ich dich gebraucht habe? Übrigens, falls euch das Video bislang gefällt, würde ich mich sehr einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine Videos von mir verpassen wollt, dann könnt ihr auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Bei uns in der Community ist wirklich jeder willkommen. Zu meinem Outfit passt eigentlich gerade ganz gut dieser grüne Ton. Den trage ich jetzt, glaube ich, einfach mit meinem Finger auf. Man sieht es ein bisschen, oder? Noch rosa in den Innenwinkel und ich glaube, der Look ist fertig. Jetzt kann ich euch ja kurz zeigen, warum es nicht so ideal ist, Schimmer in die Crease zu geben. Und zwar seht ihr, wenn ich jetzt hier so normal schaue, wo das Licht nicht reflektiert, dass hier überall schönes Braun ist. Aber wenn ich mich jetzt so ein bisschen bewege, dann zum Beispiel hier reflektiert es jetzt überall und ist dann heller. Und dann sieht das so ganz komisch fleckig aus, weil dann manche Stellen hell vom Licht sind, andere wieder dunkel und so weiter. Deswegen wäre mir da zum Beispiel jetzt eine matte Farbe lieber gewesen. Machen wir weiter mit Eyeliner, da konnte ich auch wieder einen von Benefit ergattern. Und zwar den Roller Liner, den hatte ich früher mal, hatte ich jetzt ewig nicht mehr, deswegen freue ich mich auch gerade voll, weil ich habe den sehr gut in Erinnerung. Das ist halt jetzt die Mini-Version, die größere ist, glaube ich, vielleicht so. Der war gerade zu klein, der ist ein bisschen hinten geflogen. Damit sehen wir jetzt einen schönen Wing. Wieder ist ein bisschen lang geworden. Als nächstes tragen wir Mascara, Wimperntusche auf. Und da habe ich dieses kleine Fuzzy Mini. Und ich habe sogar die Originalgröße. Und jetzt seid ihr gefasst auf den Unterschied, okay? Pam! Okay, vielleicht habe ich es gerade ein bisschen übertrieben. Aber kommt mal, das ist doppelt so groß. Das ist die Mama und das ist das Baby. Und wir verwenden jetzt das Baby. Obwohl der Applikator wahrscheinlich gleich groß ist. Ich muss aber sagen, ist mir jetzt aufgefallen, bei den Minis ist es dann manchmal schwieriger, das aufzutragen, weil du nicht so viel Griff hast sozusagen. Aber das ist auch wirklich meckern auf hohem Niveau. Ich habe die Mascara schon so lange nicht mehr verwendet. Und ganz ehrlich, ich finde die eigentlich voll gut. Ich habe vergessen, was das ist. Das ist von Too Faced die Damn Girl Mascara. Auf jeden Fall der beste Name. Dann klebe ich mir jetzt noch kleine Wimpern auf. Und ich dachte mir, vielleicht können wir solche einzelnen verwenden, weil die richtig süß und klein sind. Also vom Packaging her habe ich jetzt nichts gefunden, was jetzt so ultra mini ist. Oder habe ich jetzt zumindest nichts. Deswegen machen wir jetzt halt Mini-Wimpern. Und die trage ich auf mit meinem Mini-Wimpernkleber. Ich hoffe, man sieht die jetzt überhaupt gut. Ah doch, da. Man sieht es ein bisschen, oder? Früher fand ich solche einzelnen Wimpern richtig dumm. Also ich habe das irgendwie nicht verstanden, warum man das machen soll. Das braucht nur voll viel Zeit und keine Ahnung, ist irgendwie unnötig. Und jetzt liebe ich's. Weil erstens mal ist es viel bequemer am Auge und ich habe immer Probleme mit meinen Augen. Also ich habe voll sensible Augen. Allein wenn ich manchmal nur Mascara trage, dann beginne ich schon so komisch zu zwinkern, weil mich das manchmal nervt. Und besonders bei Wimpern. Ich sag's euch, ich kann Fake Lashes nicht zu lange tragen. Aber wenn es nur so einzelne sind, dann geht das wieder. Weil die spürt man so gut wie gar nicht. Wir sind auch schon bei den Lippen angekommen. Da habe ich nach der Foundation das zweitkleinste Produkt heute. Seid ihr bereit? Das ist ein Lippenstift. Kein Spaß, jetzt ist es ein Lippenstift. So sieht das Teil aus. Und ich glaube, beziehungsweise hoffe, dass man den jetzt ganz normal auch tragen kann. Yes. Okay, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, den auszutragen. Da ist halt wirklich das Problem, dass man ganz schwierig nur halten kann. Weil man den so nah am Lippenstift selbst halten muss. Man kommt sofort bei den Lippen an und hat keine Kontrolle. Weil stell dich mal vor, ihr habt nur so eine kleine Tasche, wo nichts reinpasst. Ganz ehrlich, der Lippenstift passt überall rein. Und der ist sogar voll gut pigmentiert. Und Gloss habe ich mir auch extra gekauft. Und zwar sind die von H&M, voll lustig. Und das sind zwei Mini-Glosse und eigentlich ein Schlüsselanhänger mit Gloss, was auch ultra cool ist. Und ich werde jetzt einen davon verwenden. Und zwar, ich glaube, diese Farbe hier. Das ist alles richtig cooles To-Go-Make-up. Ich bin richtig begeistert davon. Und der Applikator ist sogar ziemlich klein. Das ist einfach so putzig, ganz ehrlich. Wenn das nicht irgendwann ablaufen würde, würde ich das aufheben, bis ich mal irgendwie Kinder habe. Und dann könnten die das verwenden, so zum Spielen. Eigentlich sollte man so Make-up ja nicht essen, aber ich finde, man isst immer so unabsichtlich ein bisschen mit. Schmeckt immer so nach Pfirsich, glaube ich. Voll schön, oder? Und zu guter Letzt haben wir noch Setting Spray. Und schaut mal, wie süß klein das hier ist. Und das Lustige ist, das ist ein Pfirsich-Setting Spray. Also haben wir jetzt anscheinend zweimal Pfirsich-Geruch hintereinander. Das ist von Anastasia Beverly Hills, das Dewy Set. Und wir drauf. Und das ist der fertige Look mit den kleinsten Produkten. Ganz ehrlich, ich fühle mich mit dieser Tasche wie so eine Fashionista. Passt eigentlich auch ganz gut, weil ja bald die Berliner Fashion Week stattfindet. Vielleicht kann ich ja mit diesem Outfit dorthin gehen. Übrigens, wenn ihr selbst Lust habt, ein paar Kapseln zu öffnen und auch beginnen wollt, die Mini Fashion Series 2 zu sammeln, habe ich euch unten in die Beschreibung ein paar Infos und den Link reingepackt. Also einfach draufklicken und ich bin gespannt, ob vielleicht auch jemand von euch eine seltene Handtasche bekommt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche beim neuen Video und bis dann. Tschüss!